Ich muss mal ganz kurz gucken, wie spät es ist. Einen Moment mal bitte. Oh, aha, 18.24 Uhr am Freitag, den 1. März. Aha. Ich wollte nur sagen, dass ich hier ein Ziffernblatt von Pennywise. Ja, ihr wisst Bescheid, ja. Das war jetzt lustig. Alles klar. So, es geht weiter. Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen bei Olli Uncut. Ja, heute gibt es was lang ersehntes und zwar Kapitel 2 von S, Stephen Kings Remake oder besser gesagt das Remake von Stephen Kings It oder S mit dem Clown Pennywise. Das Ganze kommt aus dem Hause Nameless und ich habe die Cover-Variante B für euch. Die gucken wir uns jetzt gemeinsam an in der Ego-Perspektive. Viel Spaß! So, wir haben das schöne Teil vor uns, Mediabook, Cover-Variante 2 von S, Kapitel 2, Cover-Variante B, ne, selbstverständlich, S, Kapitel 2, aus dem Jahre 2019, Kapitel 1 kam 2 Jahre zuvor, 2017, und ich finde das Remake wirklich sehr, sehr gut gelungen. Bin immer noch sehr großer Fan vom Original von 1990, wo Tim Curry den Pennywise gespielt hat. Hier ist es Bill Skarsgård, der seine Rolle aber auch wirklich fantastisch gespielt hat. Wirklich sehr, sehr geil. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie spät es ist. Einen Moment mal bitte. Oh, aha, 18.24 Uhr am Freitag, den 1. März, aha. Ich wollte nur sagen, dass ich hier ein Ziffernblatt von Pennywise. Ja, ihr wisst Bescheid, ja. Das war jetzt lustig. Alles klar. So, es geht weiter. S, Kapitel 2 von Nameless. Nameless hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen sehr, sehr guten Zweiteiler auch in schönen Mediabook-Varianten auf den Markt zu bringen. Und das haben sie auch geschafft. Also mir gefällt diese Cover-Variante wirklich sehr, sehr gut. Cover-Variante B. Ich bin gespannt, wie die anderen Cover-Varianten aussehen, denn ich habe da noch nichts gesehen. Ich habe mich noch nicht belesen. Ich habe da noch nicht nachrecherchiert oder sonst irgendwas. Ich lasse mich immer überraschen, mit welchem mit welcher Cover-Variante ich beliefert werde. Denn ich bin ja seit einigen Jahren hier offiziell auch mittlerweile, also ja, offiziell würde ich das Ganze sagen, Unboxer für Nameless Mediabooks. Genau, das wollte ich sagen. Und während ich hier rede, gucke ich mir das Ganze an und ich bin wieder mal beeindruckt von der. Also es ist ein schlichtes Artwork. Es ist sehr schlicht, aber ich finde es wirklich ausgesprochen cool. Ich finde auch schön, dass hier das deutsche S und nicht das It benutzt wurde. Finde ich sehr cool. Dann Spotlight, wie immer bei Nameless, sehr schön gewählt. Ich finde es sehr, sehr schön, wie der Spotlight, die Spotlight-Veredelung hier jedes Mal gewählt wird. Man hätte ja auch das hier noch irgendwie und das wäre dann wieder too much gewesen. Ich finde es genau so richtig. Ich finde es sehr schön. Mir gefällt es sehr gut. Auch dass das nicht komplett weiß ist, sondern wirklich schon ein bisschen Struktur und ein bisschen so grafisch ein kleines bisschen ins Gräuliche geht. Und finde ich sehr cool gemacht. Hier sehen wir auch den Club der Verlierer. Die 7 Leute, die dort hinten stehen in der ja, vermeintlichen Blutlache. Es ist aber teilweise auch die Schminke von Pennywise. Also das ist alles so andeutungsmäßig dargestellt, grafisch. Und das gefällt mir wirklich super gut. Also das jetzt mal zur optischen Bewertung. Ja, dann gehen wir direkt über auf den Spine, der hier auch wieder verlauten lässt, dass es sich um S, Kapitel 2 von Nameless aus dem Hause Warner Brothers handelt. Hier haben wir dann noch das Front-Artwork so ein bisschen mit drin. Und wir sehen hier, dass es eine Kombo ist aus einer Blu-ray-Disc und einer Ultra-HD Blu-ray. Also in 4K das Ganze. Und eine Bonus-Disc ist auch noch dabei. Das ist keine 2-Disc-Edition, das ist eine 3-Disc-Edition. Das habe ich jetzt gerade schon gesehen. Also wir sehen hier eine Disc und hier 2 Stück. Das heißt 3-Disc-Edition. Das ist cool. Wir sehen hier auf der Rückseite auch nochmal so ein paar Szenen aus dem Film. Wie gesagt, der Film selber hat mir sehr gefallen.
also der Zweiteiler, ich nenne es, ich sag einfach mal der Film, weil es sind zwei Teile. Es war damals auch als Mini-TV-Serie, obwohl es nur ein Zweiteiler war, deklariert. Ich finde, es ist einfach ein zweiteiliger Film und genauso sollte das auch deklariert sein, finde ich jetzt persönlich. Übrigens, bei Kapitel 1 war ich damals im Kino im O-Ton. Aber nur aus Versehen. Da haben sich meine Frau und ich reingeschlichen ins Kino und haben den Film gesehen, haben uns gewundert, warum hier so wenig los ist, obwohl der Film jetzt erst ganz seit ganz wenigen Tagen auf dem Markt ist im Kino und dann war das auf einmal im O-Ton und ich habe kein Wort verstanden. Aber man kennt ja die Hintergrundgeschichte und deswegen weiß man schon, auf was man sich da einlässt. Wir sind bis zum Schluss geblieben. Yo. So, wir haben hier eine kurze Inhaltsangabe zum Film, obwohl ihr alle selbstverständlich den Film kennt, ja, das ist klar. Ja, sehr schön gemacht wieder mal, visuell auf jeden Fall ein Träumchen. Hier sehen wir, dass das Ganze auf 600 Stück limitiert ist. Ich habe das Pressemuster, ja, das sehen wir hier im Hologramm-Aufkleberchen. Nameless Presse. Wir haben hier Bild- und Toninformationen, die für den einen oder anderen dann doch sehr wichtig erscheinen sollten. Wir haben Cover-Variante B, limitiert auf 600 Exemplare. Das Ganze in Deutsch-Englisch, Dolby Atmos, True HD 7.1, Untertitel Deutsch, Laufzeit 169 Minuten, Leute. Das sind fast 3 Stunden. Bildformat... Extras und Produktion aus dem Jahr 2019. Wie gesagt, Kapitel 1 kam im Jahre 2017 raus und wir haben eine FSK von 16 Jahren. Ab 16 Jahre dürft ihr den Film offiziell gucken. Danach oder davor besser gesagt, mit dem Einverständnis eurer Eltern geht auch 12 Jahre klar oder 13, 14. Keine Ahnung. Das müssen die Eltern entscheiden und wir haben hier als allererstes eine sehr lustig aussehende Bonus-Disc. Habe ich so jetzt auch noch nie gesehen, ganz ehrlich. Und ich bin schon sehr gespannt, was da drauf sein wird auf der Bonus-Disc. Also das wird man wahrscheinlich hier hinten vielleicht schon... Nein, also... Bin ich mal sehr gespannt, was auf der Bonus-Disc drauf sein wird. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr witzig aus. Und wir haben hier einen bunten... Druck im Innenleben, der das Ganze hier 1:1, fast 1:1 ohne Schrift widerspiegelt. Jo, dann geht's los mit einem Booklet, selbstverständlich. Wie viele Seiten haben wir? Ja, um die 20, bisschen mehr als 20, 23, 24 Seiten. Das Ganze selbstverständlich wieder gewebt, genäht. Ja, das ist das Qualitätsmerkmal, welches die Mediabooks von Nameless wieder spiegeln. Ja, es gibt ja auch immer noch getackerte Booklets in Mediabooks, was natürlich Prädikat nicht so wertvoll bedeutet. Das hier ist cool, das andere semi. Ja. Mal gucken, wie spät es ist nochmal. Aha. Ja, ich finde es witzig. So, alles klar. Also, wenn es jemals wiederkommt, kommen auch wir zurück. Der Sieg über das Böse. Hier wird auf jeden Fall dieselbe Geschichte erzählt, wie auch damals schon Anfang der 90er. Wie gesagt, ich habe damals 1990 Pennywise oder It oder S oder wie man auch immer das schimpfen möchte, schon auf Videokassette geguckt, später auf DVD, danach auf Blu-ray. Ich konnte mich an diesem Film einfach nicht satt sehen und ich habe wirklich diesen Film, ich nenne es immer noch Film, obwohl es zwei Teile sind, also es ist ein Zweiteiler, TV-Miniserie habe ich nie so empfunden. Es war einfach ein zweiteiliger Film und ich habe das immer als einen sehr geilen, horrormäßigen, atmosphärischen Film empfunden, obwohl ich jetzt auch sagen muss, für mich persönlich, und das sage ich mit tiefer Ehrfurcht, für mich ist der Film leider von damals, leider schlecht gealtert. Es sind die damals semi-professionellen Effekte gewesen, also von CGI konnte man eigentlich kaum reden, ja, es war noch sehr, alles noch sehr, sehr, sehr in der Mache, was CGI angeht und das sieht man zum Beispiel in dem Dusche, Umkleide, in der Umkleideszene, wie Pennywise so sich aus diesen Fliesen
emporsteigt, ja, also, und die zur Seite schiebt und das sieht aus wie Knete-Männchen Gedöns, ja, und das hat mich, das kann ich heute nicht mehr sehen. Mit meinen heutigen Augen kann ich sowas, solche Szenen nicht mehr fühlen, ja, wisst ihr, was ich meine? Da geht das hier schon eher klar, obwohl ich sagen muss, atmosphärisch hat mich dieser Film weniger abgeholt. Aber Ausnahmen bestätigen hier auch die Regeln. Also ein paar Szenen waren hier schon sehr schön gemacht und sehr schön durchdacht und neu erfunden. Ja, und deswegen der Film auf jeden Fall klasse. Ja, auch Bill Skarsgård hat mit seiner Rolle wirklich gepunktet. Er selber hat diese Augen, dieses Grinsen und so, das hat er wirklich so drauf. Das ist kein CGI, ja. Da kann die Augen wirklich so verstellen und dieses Grinsen aufsetzen. Das ist wirklich Bill Skarsgård. Und Bill Skarsgård, klasse Schauspieler. Ich mag ihn wirklich sehr, ja. Seinen Bruder durfte ich schon einmal treffen. Also Gustav Skarsgård, der den Floki aus Vikings gemimt hat. Und hier, wie gesagt, Bill Skarsgård wird auch der neue Crow, The Crow von... The Crow, genau. Bin ich mal sehr gespannt, was er da kann, was er da abliefert. Auch hier dieses Essen, das ist so eine viel gedeutete Szene im Original, viel atmosphärischer. Hier konnte man da wirklich diesem Original nicht das Wasser reichen, aber ich möchte jetzt nicht den Film hier kritisieren oder analysieren oder sonst was. Es geht mir persönlich bei diesen Mediabook-Unboxings eigentlich hauptsächlich um das Produkt selbst, ja. Das habt ihr in meinen vorherigen Videos eigentlich immer merken müssen oder sollen oder können. Auf jeden Fall werden hier auf jeden Fall die einzelnen Schauspieler, die einzelnen Darsteller nochmal analysiert und verglichen und sorry, hatte gerade eine Nachricht hier auf meinem... finde ich sehr cool, auf jeden Fall. Ihn kennen wir auf jeden Fall aus Split. Mir fällt natürlich selbstverständlich der Name nicht ein, aber aus Split hat er selbstverständlich die Hauptrolle gespielt. Ist jetzt erstmal der einzige Film, der mir mit ihm einfällt, weil ich eigentlich kein gutes Gedächtnis habe. Also Namensgedächtnis ist bei mir out of order. Schon immer gewesen, aber das macht ja auch nichts. Ist ja auch so irgendwie verständlich, was ich meine, denke ich. Ja? Also hier auf jeden Fall der Pennywise. Die Klamotten finde ich von ihm jetzt im Remake geiler gemacht, ja. Finde ich viel geiler gemacht als im Original von 1990. Es zeigt ein Clownskostüm, das viel, viel älter zu sein scheint, ja, weil Clowns an sich gibt es ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und der aus 1990 spiegelt einfach so einen freundlichen Clown wieder, der schon immer irgendwie ein bisschen freundlich aussieht. Der hier sah noch nie freundlich aus, ja, da hat schon immer sowas Böses. Deswegen auch hier nicht weiß, sondern silbergrau. Und ich meine, guckt euch mal das Gesicht an, ja. Das ist kein freundlicher Clown. Und allein die Stirn, die Haut, die Unebenheiten und die Struktur, die Haptik, die dahinter steckt und so weiter. Ja, das ist wirklich einfach nur diabolisch. Ja, diabolisch, so nenne ich das Ganze. Und diabolisch sollte auch der Film werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, atmosphärisch hat mich das Original dann doch, das habe ich auch schon gesagt und öfters wiederholt, von der Atmosphäre hat mich das Original mehr abgeholt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist trotzdem ein sehr gelungener Film. Und der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. So, wir sind jetzt auch schon wieder durch. Haben jetzt hier noch zwei Discs am Start. Und zwar einmal die Ultra HD mit 170 Minuten knapp. Ja. Und die Blu-ray, die normale Blu-ray. Ich werde beide mal in den Player schmeißen und wir haben ja eigentlich keinen so gut wie keinen Hintergrund. Wir haben zwar einen Hintergrund, das ist so ein Ballon, ja, also ja, kann man machen. Und den Club der Verlierer auf der Linken, ja, das sind die hier, diese Dudes. Ich finde hier auch wieder die schauspielerische Leistung der Kinder besser als der Erwachsenen.
Und da muss ich auch sagen, ist es bei mir ähnlich im Original. Da fand ich auch die Kinder spannender als die Erwachsenen dann. Obwohl die Erwachsenen dann sehr viel, wie soll ich sagen, interessanter waren als jetzt hier in diesem Film. Ja, wir hatten zum Beispiel, ich habe zwar ein schlechtes Namensgedächtnis, aber wir hatten John Ritter als ehemaligen, war es Ben? War es Ben? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war Ben. Auf jeden Fall John Ritter, der ja in Hör mal, wer da hämmert, glaube ich, damals gespielt hat. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es könnte so sein. Irgendwie so in der Art verbinde ich das gerade in meinen Synapsen. Auf jeden Fall ein sehr schönes Mediabook. Gefällt mir wirklich sehr gut. Sehr schöner Film auch, ja. Sehr schöne Filmreihe. Stephen King geht für mich sowieso immer. Stephen King ist für mich ein sehr guter Autor. Er schreibt sehr geile Horrorbücher, Kurzgeschichten und so weiter, die man dann prima verfilmen kann. Und genauso hier ist es passiert. Und sogar mit einem Remake, was ja auch noch nicht das erste oder letzte sein wird von den Remakes her. Es gab ja schon Verfilmungen wie Carrie und ähnliche Filme, die auch remaked wurden. Ja, also da gibt es ja schon einiges. So, ja, ich bin jetzt auch durch. Finde es wirklich sehr schön. Ich bin auf die Schuber-Edition auch gespannt. Visuell, was man sich da hat überlegen lassen oder was man sich da überlegt hat. Und ja, dann würde ich sagen, bin ich auch raus. Wir hören uns nochmal zum Schlusswort und dann gucke ich nochmal auf die Uhr. Aha. Ich finde es voll witzig, oder? Ist doch witzig. Schreibt es in die Kommentare, ob das witzig ist. Jo. Ja, so wie ich finde, eine Knaller-Edition, also ein absolut Top-Film. Also mir persönlich, und das habe ich jetzt auch schon öfters, glaube ich, wiederholt, auch in anderen Videos, ich bin damals ein ganz, ganz großer Fan vom Original gewesen, also vom It oder Es von 1990. Ich habe auch das Buch mehrfach gelesen, obwohl es wirklich so ein Wälzer ist. Ich habe wirklich von dem Clown Pennywise jede Menge Merchandise am Start. Ich finde den Charakter sehr gut durchdacht und ich bin auch der Meinung, dass Bill Skarsgård hier als Pennywise sehr gut abgeliefert hat. Wir werden Bill Skarsgård übrigens, das habe ich jetzt gestern oder vorgestern erst gelesen, als Crow, also die Krähe, The Crow Remake, als The Crow sehen. Also ich bin mal sehr gespannt, was er da bringt oder wie er da abliefert. Die ersten Bilder fand ich schon sehr beeindruckend und eventuell doch gut passend für die Rolle. Wo ich es erst gehört habe, habe ich gedacht, oh nö, ich weiß nicht genau. Aber die Bilder konnten mich dann doch eines Besseren belehren. Ich bin gespannt, wie der Film ist. Aber ich muss jetzt nochmal sagen, Es Kapitel 2, eine sehr geile Veröffentlichung von Nameless. Ist sehr schönes Artwork, wie ich finde. Schlicht, aber keineswegs schlecht. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Und ja, ich bin schon gespannt, wie die Schuber-Edition aussieht, denn von der habe ich bis jetzt leider auch noch keine Bilder erhaschen können. Ich bin sehr gespannt und werde berichten, meine Freunde. So, das war es dann auch von mir und dann würde ich sagen, schaut gern beim nächsten Mal wieder rein. Wer noch kein Abonnent meines Kanals ist, kann das gern nachholen. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr kein neues Video verpasst und dann bis dann, euer lieber Olli Uncut. Ciao!